die K.O.-Phase der Euro 2024 steht an und Deutschland spielt gegen Dänemark im Achtelfinale. Und wir predikten das Ganze heute in FC 24, ich mit Deutschland, mit Florian Wirtz und der Gute in Heisen mit Dänemark. Ne, was geht denn, Gumo? Ich habe zwar Deutschland-Trikot und Freunde, aber ich bin heute Dänemark. Was geht ab? So ist es, Freunde. Und jetzt ganz kurz gleich zum Anfang. Und ich verlose jetzt unter allen Kommentaren, die den ersten Torschützen von diesem Spiel richtig predikten, eine 50er PSN-Card. Also von daher macht unbedingt mit. Einzige Bedingung ist, ihr müsst diesem Kanal kostenlos natürlich folgen, ein Abonnement da lassen. Natürlich gehört besondere Regeln zu den Nationen. SBB sich da maximal 2 Dänen noch aufschreiben und Heise muss noch einen zweiten Dänemark-Spieler einbauen. Ich muss insgesamt 3 deutsche Nationalspieler einbauen. Heise darf aber nur maximal 3 Spieler noch von Deutschland aufschreiben. So viel dazu und ich würde sagen, dann halten wir hier mal direkt rein. Erste Liga natürlich unten Heisen. Checkt gerne den Mann ab und ich halte mal rein hier. Wie ist das? Nachdem er jetzt erst einen Daumen nach oben da gelassen hat. Ich habe einen Daumen oben gelassen. Okay, komm. Ich füge ein. Also, mein linker Stürmer ist heute eine weitere Ehrenkarte. Ich glaube, sie könnte weit kommen. Ist Kulu Mwani. Er kostet auch eine 500.000. Also habe ich schon 1 Million hier im Sturm oben. Und hast du rechtes Mittelfeld oder linkes Mittelfeld aufgeschrieben? Ich habe rechtes Mittelfeld, glaube ich, aufgeschrieben. Okay, dann schneide ich an. Der Mann kostet 2,4 Millionen Coins. Habe ich gerade geholt. Jeremy Doku. Was höre ich hier? Okay, da hat jemand auf jeden Fall ganz gut ein paar Coins investiert und jetzt hier nimmt er sich vor, erstmal mich komplett wegzuhauen. Okay, ich bin mit Dreyer, das ist ein Däne schon, also ich darf jetzt nur noch einen Dänen aufschreiben, und mit Broja gegangen. Das ist so eine Stürmerkarte. Ja, wie ist das, weißt du? Kennst du? Okay, dann erzähl mal. Hast du einen Deutschen? Hast du keinen Deutschen? Ich habe einen Deutschen. Genau, habe ich auf jeden Fall noch im Team. Hast du Stürmer und LM oder M? LM. Okay, wichtig, wichtig, wichtig. Also beziehungsweise F ist es ja, glaube ich. Freunde, wir fahren mal fort und zwar, ich meine natürlich nicht die Automarke. Ich gehe zuerst mal mit meinem Stürmer rein. Das ist der gute Victor the Goat Osimhen. Ich glaube, er sitzt unten auf der Bank, oder? Nee, da doch, hier unten sitzt er auf der Bank. Perfekt, ich habe gerade schon gelassen, ich habe eine Diskarte auf jeden Fall. Der wird es im Sturm. Und daneben, ganz, ganz wichtig, mein erster deutscher Nationalspieler. Und ich weiß ganz genau, du wirst Thomas Müller aufgeschrieben haben. Deswegen gehe ich mit Kai Havertz, die SBC. Und dann jetzt auf jeden Fall Glückwunsch an alle Georgier da draußen, weil Kvaratskhelia, der hat die gerade einfach ins Achtelfinale geschossen. Der ist jetzt extinkt bei 700.000 Coins. Ich hoffe, ich darf den Mann spielen. Also ich hätte richtig Bock auf die Offensive. Füllkrug, Undav, Ginola, 2 Deutsche aufgeschrieben und das bricht mir das Genick. Wichtig, wichtig, wichtig. Und wenn ihr euch fragt, wie wir uns hier solche kranken Spieler leisten können, dann natürlich nur mit unserem Partner Ineba. Und zwar gibt es bei meinem Partner Ineba immer die günstigsten PSN-Karten im ganzen Netz. Und die haben jetzt gerade eine krasse Aktion für 100er PSN-Karten, wo ihr einfach nur 73 Euro zahlt für 100er PSN-Karten. Die könnt ihr gefühlt schon für EFC 25 holen. Und den Rabatt bekommt ihr selbstverständlich nur über meinen Link unten in der Videobeschreibung und dem Code FIFA-PSN. Die Aktion geht noch genau bis zum 2. Juli und die Karten sind limitiert. Das heißt, ihr müsst schnell sein, wenn ihr noch welche haben wollt. Oder würde ich sagen, G steht für Gönn und viel Packlack. Links Mittelfeld, eine weitere 1-Million-Karte am Start, Tavi Ginola. Also ich habe hier ein geiles Team gebaut für dich heute, Max. Also wenn ich das verliere, ja, also ich glaube hier schon 4 bis 5 Millionen. Naja, LZM habe ich am Start McAllister und im RZM, ja, jetzt kommt mein Däne. Das ist mein zweiter Däne, damit bin ich durch. Es ist entweder, ich glaube, du hast doch mindestens einen aufgeschrieben. Du hast entweder Eriksen aufgeschrieben oder Højbjerg und ich gehe mit Eriksen. Mann, ich hatte eigentlich so den Gedankengang, dass du deinen Dänen erst auf der RV-Position irgendwie noch einlöst, weil da gibt es diesen Bar oder wie der heißt und der hat richtig, richtig geile Stats. Ich bin gegangen mit Musiala, Coman und Ilkay Gündogan. Kannst du alle spielen? Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das ist super schlau von dir, weil ich habe Bar sogar untraded. Fein, ich habe gerade sogar nachgeschaut. Siehste, wusste ich doch. Kraft, aber ich habe nicht gespielt, ey. Ich halte mal bei dir rein. Mal gucken. Du musst ja nur 2 Spieler einfügen. Ja, mal schauen. Richtig, richtig. Und vielleicht ist da jetzt ein deutscher Nationalspieler am Start oder vielleicht auch nicht. Ich kann dir sagen, es ist keiner am Start, denn ich gehe jetzt im Zentrum mit einer Karte. Die kriegt übrigens nur ein +1, weil, Grüße gehen raus, Belgien hat nur unentschieden gespielt, nur heute, glaube ich. Und das heißt, er kriegt eine 94 und Nana, der hat so geile Stats und mit einer 95. Der wäre so geisteskrank. Weißt du, warum das so krass ist? Warum? Weil der beim HSV war. Ja, stimmt, Jugend, ne? Habe ich auch gesehen. Das ist der Jugend-Dummkopf. Ehren! Der hat Zweitliga bei uns gespielt. Nein, wirklich jetzt. Ja, jetzt wirklich, wir sind trotzdem und dann, wenn sie vom HSV wegwechseln, dann sind sie auf einmal Prime. Immer so, immer so, Bro. Perfekt. Ja, und rechts außen wird es Teller von Bayern für Leverkusen mit 97 Pace. Mal ganz entspannt, bitte. Auch geile Karte. Ja, ich habe aufgeschrieben, Endoy und Arda Güler. Dachte vielleicht. Oh, Digga, Arda Güler. Freunde, im nächsten SUB, ich weiß jetzt schon, werde ich Arda Güler einbauen und ich werde mit Türkei fahren oder so. Mengen, Freunde. Bei 500 Likes. Rechter Läufer, linker Läufer. Ich sag ganz ehrlich, das ist so wie
drüben im Fischen. Kannst mal reinmachen. Sagst du? Ich finde das ja, so ja, unoffensichtlich ist das gar nicht bei mir. Naja, meinst du? Ich erinnere nochmal, warte mal. Linksverteidiger, also das war Ironie bei mir. Also wenn Linksverteidiger ist Greenwood und Rechtsverteidiger ist Letizia. Und damit sind beide wieder voll fast. Wirklich? Jetzt hör auf, Digga. Ich will mal einen nicht verlieren. Hat ganz kurz mal Angst gehabt. Nee, ich bin mit Ben White gegangen und hier Sosa. Ja, darauf kommt man nicht, deswegen war... Nein. Okay, mal schauen, wie es bei dir aussieht. Hast du einen Deutschen oder nicht? Ich habe überlegt, schreibe ich jetzt den Deutschen auf oder später? Ja, habe ich. Kann ich dir schon mal viel sagen. Okay, ich habe einen Deutschen und aufgeschrieben. Bin ich dann auch durch, tatsächlich mit meinen Deutschen. Und zwar, ich habe den nicht auf der Elfer-Position. Da wird es nämlich, ich muss den spielen leider, aus chemietechnischen Gründen, weil es geht nicht anders. Es wird Godfrey von Everton, sonst kommt nämlich der Onana nicht auf Fullcamp, oder? Sonst wird das ein Satz mit X. Ey, eine 75er Goldkarte am 26. Juni. Junge, lass mich mal nicht voll. Auf jeden Fall rechts wird es eine Karte. Die kannst du nicht kaufen. Das war keine SBC, sondern das war eine Objective-Karte. Die musstest du dir erspielen. Das ist Pascal Groß. Ja, er wurde mir sogar angezeigt. Mittelstädt und Porsche. Aber ich dachte nicht, dass du die gemacht hast. Jawohl, Freunde. Ganz, ganz wichtig. Und dann würde ich sagen, schießen wir uns hier gleich noch ein paar EVs raus. Okay, let's go. So, Leute, letzte Runde. Wichtigste Runde wahrscheinlich, weil bis jetzt haben wir beide keinen Snipe, ne? Oh ja. Und ich glaube nicht, dass wir beide mit Full-Teams reingehen. Weißt du was? Mach du mal zuerst rein und ich halte mal mein Board hier rein. Es könnten alle drei gefühlt sein, aber ich glaube, ich habe einen. Sage ich ehrlich, ich habe einen. Also, mein linker Innenverteidiger ist Konaté. Mein ist rechter Innenverteidiger. Die Karte? Die 97er? Ist das die 97er? 89er. Okay, wichtig, weil die 97er ist eklig. Erzähl. Im Tor habe ich Ederson am Start. Okay. Und rechter Innenverteidiger wäre, wenn ich spielen darf, Calvin Phillips. Freunde, das ist hart. Also keine Chance. Ich war komplett weg. Ter Stegen, Hinchapier und von Liverpool, let's go, man. Joe Gomez war ich gerade. Oh, Junge, du hast mich kurz aber gehabt. Aber kannst du spielen, Alter. Du hattest mich kurz. Du hast ein gutes Team. Ja, endlich mal Heisen gut gebaut, ne? Nö. Okay, ja, Freunde, von mir seid es gewohnt, dass ich die Dinger mal super baue hier und jetzt guckt ihr meine IVs an. Also nach der Aussage müsste ich jetzt eigentlich was snipen. Erzähl. 97er, Team of the Season, Van Dijk. Daneben 97er Konaté, das sind zwei IVs. Wenn du da einmal gefühlt durchkommst, dann zeige ich diese Firma an, weil das geht gar nicht. Also sie haben wirklich 2x2 Meter und ich will auch mit denen nicht in der Dusche stehen. Das kann ich dir so sagen, wie es ist. Ich glaube, Van Dijk hat einen kleinen, Digga, sag ich dir ehrlich. Aber mach weiter. Und nee, gar keins. Auf gar keins. Der war ja bei uns beim Training in Wolfsburg und. Achso, da hast du es gesehen. Im Tor spiele ich. Achso. Wegen Chemie, dann muss ich eine Icon spielen. Und zwar, ich habe mich für Kassier entschieden, weil der hat mich letzte Week in League krank verkauft. Ja, Radetzky, Vasquez, damit wäre Osimhen voll gewesen und White. Also kannst du alles gleich spielen. Teams, ne? Fullteam gegen Fullteam heute. Crazy. Let's go, Freunde. Wir laden uns ein in unsere Lieblingsfußball-Simulation und okay, let's go. Dann zeig mal her das Ding. Konaté, Phillips, okay. Aber Doku, ich sag ehrlich, habe ich keinen Bock drauf. Doku, der kann mir gestürmt werden. Ich sag der Quarz, geh ja untereinander, da wollte ich gehen bei dir. Komm. Weißt du, was dieser Doku macht mit dir heute? Also wenn ich das erste Tor hier sehe, wie das hier gerade gefallen ist, dann möchte ich gerne nochmal ganz kurz das Spiel einfach neu starten. Was ist hier gerade passiert? Aber ich merke, ich habe keine Chance. Ich merke das vom Ingame-Technischen, dass meine Spieler komplett neben der Spur sind. Das merkst du in den Zweikämpfen. Lass es. Das merkst du komplett. Und wenn ich diesen Tanzer sehe, kriege ich einen Puls wirklich bei 28 Grad in meinem Zimmer. Nee. Oh mein Gott. Gott, Digga, ist das krass. Ist das krass? Let's go, Mann, Junge. Im Kopf war ich drin. Ja, muss, Digga. Bitte. Jungs, wollt ihr mich völlig verarschen? Was ist das denn? Was macht denn Van Dijk? Wo stand denn der gerade Van Dijk? Ich mach das hier, sag es mir bitte. Wo der gerade stand, sag es mir. Und der Abraham ist bei dir. Ist das krank? Ey, Freunde, ich kann den Controller erlegen. Da habe ich mehr gekonnt. Jetzt sind da unten, es ist kein ungelogen. Oh, oha, hä, das geht gar nicht. Ich hab gedacht, den hat der Torhüter noch oder so. 3-1, Freunde, es geht doch langsam, es geht. Oh, Digga, den hab ich nicht gesehen. Jawohl, oh, ist das schön, Mann, ist das schön, Junge, let's go. Let's go, ist das schön. Und da spielen wir mit der Gitarre, Grüße genauso an den Bauer und an den Benny FIFA und so weiter. Und Grüße, Kuss. Ja, ich finde das ja cool, Digga, in E-Sports, aber ich find's scheiße in YouTube-Videos. 100%.
Boah, hat er den gut mitgenommen. Meine Innenverteidiger richtig gut. Also das sind super Spieler da hinten. Also das ist, da kann ich mit einem Gold Lacroix und Gold Nico Schlotterbeck sage ich, spielen besser als die beiden hinten. Ich sag ehrlich, könnte ja 6-2 stehen gerade, ne, eigentlich. Oder 7-2. Mhm. Aber steht 4-3. Also das ist, du lagst hier komplett rein gerade. Ich verstehe gar nicht, warum du sauer bist. Das ist 4-3, nehme ich hier gerade mit, muss ich mal so sagen. Ja, ist okay. Krass. Ja! Krass. Das ist die Entscheidung. Ich bin richtig sauer. Und ich muss jetzt gucken, dass ich mir keinen dritten abhole. Wieso bist du sauer, Bro? Ich sag dir ehrlich. Die Spieler so scheiße haben spielen lassen. Dein Kassier hat alles gehalten, Bro. Ich check nicht, warum du sauer bist. Nein, meine Spieler haben sich so schlecht spielen lassen. 8,6 erwartete Tor gegen 4,6. Der Mann ist sauer bei 2 Discards. Ich kann das nicht. So, Freunde. Willkommen zum Discarden. Übrigens, ist natürlich alles Spaß hier, ne? Max und ich mögen uns, falls wir uns mal ein bisschen hier. Ja, da können das nur der Ex. Weil manchmal schreiben die bei mir in die Kommentare, Digga, mögt ihr euch überhaupt? Ja, mögen uns. Also ich zumindest. Im Gameplay muss das immer sein, Freunde, sonst macht das keinen Spaß. Also ich werd geknallt werden. Also ich habe einen Havertz, der kostet über 1 Million, die SBC, Van Dijk kostet 2,4, Konaté 1,2, Kvaratskhelia 700k, Wirtz kostet 1 Million, Osimhen. Okay, Brudi. Ich werd geknallt, ich lass los. Erstens. Ich nehme einen aus dem Angriff. Ich nehme deinen linken Flügel. Malik Kartoffeln auf die 1. Malik Kartoffeln. Rechten Flügel vorne. Linker und rechter Flügel. Junge, das kannst du keinem erzählen, ist das bitter. Ey, Mann. Ist das geisteskrank? Ich krache fast zusammen mit dem Stuhl. Ist das geisteskrank? Du hast getroffen. Florian Wirtz, Team of the Season und Osimhen, Team of the Season. Ist das geisteskrank? Ich habe keine Ahnung, kosten auf jeden Fall über 1 Million. Das macht ja Spaß. Das macht ja super viel Spaß. Ja, geil, ne? Geil. Geil. Geil, Freunde. Ich kann das nicht. Wirtz hier 945 bei Osimhen. Der ist roter Futsch. Jawohl, Digga. 1 Million Coins wieder weg. Hat reingeknallt, sage ich ehrlich. Fein Osimhen noch als Futsch-Champions-Karte. Das tut so weh. Ich gebe die beiden Jungs ab. Und dann würde ich sagen, vorher sind wir am Ende des Videos angelangt. Check den Eber unten ab. Check Nikos unten ab. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao. Tschüss.